So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Zusammen mit der Tana. Hallo. Dem Kuga natürlich. Hi, hi. Und auch dem Stone. Hallöchen. Und mir, dem Sovarok. Hier ist ein Kloß im Hals. Das ist so bewegend. So, und wir haben eine Hütte gefunden. Wir haben eine Hütte gefunden, wo wir überleben werden. Oder wir versuchen es auf jeden Fall. Wir nehmen den Waschanlagen. Wir haben auf jeden Fall, dann haben wir auf jeden Fall keine schädige Wäsche. Das ist schon mal vorteilhaft. Was ist denn das für ein Zeug, ey? Der Typ ist ja mega, ey. Also, mit, Kuga, mit Treppe nach oben ist hier schlecht. Ja, Treppe sowieso nicht. Wenn, dann Leiter. Leiter auch nicht. Hier ist keine Leiter, nichts. Hier ist gar nichts. Ja, dann müssen wir was bauen. Ja, dann müssen wir halt mal eine Leiter bauen, ne? Dann, Ja, gut, dann baue ich mal eine Leiter. Dann bau mal eine Leiter. Ich baue mal eine Leiter. Hm? Bedenke. Ja. Außen ist die Leiter. Ist außen eine Leiter? Außen ist eine Leiter. Ja, aber außen bringt uns nichts. Nee. Weil wir müssen ja nachts von drinnen nach draußen. Genau. Ja. Wir bauen mal von drinnen eine Leiter hin. Kommt einer mit mir nach oben? Mal gucken, wer da oben ist. Und bedenkt, wir können uns nicht mehr einfach nur so auf dem Dach aufhalten, weil es ja arschkalt wird und zweitens gibt es Vögel. Genau. Ja. Also da müssen wir echt überlegen, dass wir da uns wir was einfallen. Wir können uns ja einen Unterschlupf bauen. Mhm. Ein Unterschlupf. Ein Unterschlupf. Kommt einer mit mir mal aufs Dach gucken, was da los ist? Ich bin doch schon unterwegs. Hallo? Da ist doch nichts. Bist du oben? Ja. Achso, komm mal in die Ecken. Oh, sogar die Decke ist 3000. Alter Schwede. Das ist super. Ja, da muss ich aber ein Loch reinkriegen. Hier ist so eine Tür, die sollten wir vielleicht auch noch verrammeln. Also hier oben ist alles safe. Ich habe noch eine Handtasche gefunden. Ich glaube, die gehört zu... Oh, eine Pistole. Oh, eine Pistole. Eine Pistole oder Pistolenteile? Pistole. Oh. Auch eine Pistole. Ja, dann lass uns mal hier das Metall abbauen. Nee, die Klimaanlage baue ich ab. Okay, das Metall, ja gut. Ich habe erst nur diese billige Steinaxt jetzt hier. Ach Mist, das dauert ja ewig. Und wenn nicht noch länger. Ich weiß, tut mir leid. Aber wir haben 8 Uhr, Tag 4 schon, Freunde. Wir müssen schon echt mal, also wir müssen zumindest ein bisschen Material gesammelt kriegen. So ein bisschen Pikenkrams. Ja. Wir brauchen Piken und so. Wir müssen ein paar Zahnstocher da vorne hinschmeißen. Boah, da bist du ja Ewigkeiten dabei mit so einer Axt hier. Ja, komm, dann lass uns farmen gehen, Stone. Dann gehen wir beide Holz und Metall farmen. Ja, weil das ist ja. Das ist ja. Viel zu aufwendig. Oh, Entschuldigung. Alter. Ich hab dich nur schubsen wollen. So, mach dich weg. Muss man nur aufpassen, hier ist irgendwo ein Vogel. So, ah, da geht noch einer zum Farmen. Was noch? Ich bin schon die ganze Zeit dabei. Ich hab oben die eine Dings abgebaut. Ich farme auch. Ein Stein und noch ein Stein. Und einen dritten Stein. Ah, das dauert noch ein bisschen. Jetzt. Und einen dritten Stein. Ach Gott, deswegen. So, wer geht ins alte Haus und holt das Essen und Trinken? Du. Nee. Immer der fragt. Ich kann nicht. Ich hab. Du hast die Hände voll, ich ne? Ich hab seelische Schmerzen. Er ist erkältet. Genau, ich hab Erkältung. Ja. Außerdem, ich darf da nicht hin. Also die Hütte ist extrem stabil, das finde ich super. Okay, lass mich raten. Wir haben noch keinen Unterschlupf auf dem Dach, ne? Und noch keinen Weg nach oben. Nein. Ja, nur die Außentreppe, die nicht sicher ist, weil die da hochkommt. Wir haben gleich einen Weg von drinnen nach draußen. Von der Toilette. Nee. Kann ich dann die Außentreppe... Klopfe von oben. Dann machen wir die Außentreppe aber weg, ne? Oder? Dachchen. Ja. Ich wollte schon immer mal hier hoch. Die unteren Stufen, wenn's damit geht. Die nicht raufkommen können. Ja, dann hack ich doch mal die Stufe. Es fehlt mir. Warte. Mir fehlt eine Stufe. Oder machst Mist. Du? Nein. Wir machen eben das Metallteil hier weg. Aha. Einmal mit Profis. Wie gesagt, mir fehlt sonst eine Stufe. Welches Metall? Was? Leg einfach Heu drunter, Zova. Dann kannst du runterfallen und das hat sich bewährt. So habe ich mir sehr wenig das Bein gebrochen. Es bringt ihm aber nichts beim Hochklettern. Nee, ich komme da nicht hoch. Mir fehlt eine Stufe. Ich habe keine Stufe mehr. Ich habe kein Holz mehr. Ja, natürlich macht er einen. Mm. Das finde ich ja super nett von dir. Also sowas von nett. Also. Mm. Ja, ich kann dich doch nicht da hängen lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil das Dumme ist, ne? Der nimmt uns doch den Fluchtweg. Was? Die Steinachs ganze scrappen, die sind mir gerade runtergefallen ist.
Ist passiert. Ich wollte gerade sagen, was schmeißt er denn da hin? Ja, ich brauchte Platz, um die Leiter zu bauen. Nehme an, dass ihr sehr viel Stein und so braucht, ja? Ja, man, das ist doch brillant hier oben, also ehrlich. Ja, dann lass uns erstmal doch den Unterschlupf hier. Was haben wir hier denn? Ja. Ein Rahmen. Ich würde sagen... Uga? Hier zwischen, ne? Oder was? Ich würde sagen, ja, wir sollten auf jeden Fall hier rumbauen. Ja, würde ich auch sagen. Pass mal, was hab ich denn da? Oh, so viele Sturms und Herbst. Dana. Ich hau von der Außentreppe zwei Elemente weg, damit man da nicht hochkommt, so. Dass wir aber im Notfall mit einem Frame drauf nach oben können. Du bist dir schon bewusst, dass wir da über kurz oder lang Spikes hinstellen und dass das nicht funktioniert? Ja, dann kann ich sie ja ganz weghauen. Ja. Oh, oh. Ich kann noch nicht mal... Leute. Oh, scheiße. Da kommt eine ganze Horde angerannt. Verdammt. Da rennen sie. Scheiße. Der stand schon hinter mir. Da rennen sie. Guck dir das an. Okay, ich bleib hier einfach mal stehen und hoffe, dass sie mich nicht sehen. Wenn du weit genug weg bist, sehen die dich nicht. Ich hab auch nur 3, 4. Boah, ist das... Schaut euch mal die 5 Dicken da an, die auf der Zowach zukommen. Oh, wir sind in der Tür. Also, ich würde ja gerne euch helfen, aber... Du würdest uns gerne helfen, ich weiß. Ja, aber mich haben sie noch nicht gesehen. Lass die Tür heile, Alter. Oh, verdammt. Ach, Leute, wir haben ein kleines Problem hier. Kuga... Ich komm runter. Nee, nicht runter. Von hier oben ist, glaube ich, ganz angenehm. Soll ich hoch? Warte mal. Einfach mich hoch? Wegholen. Von der Wand. Oder so. Oh, Alter. Warte mal her. Alter. Also 4 Stück habe ich weggezogen. Mhm. Erste Linie. Oh fuck, ich habe keinen Platz. Ich kann auch nicht looten, aber da ist auch nichts drin. Oh, die stehen alle vor der Tür, ne? Gut, dass ich die Leiter weggehauen habe. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht. Wow. Gut, dass ich die Leiter weggeballert habe. Das Schlimme ist, irgendwie triffst du die gar nicht mehr richtig, gell? Nee. Sowas Doofes. Ey, das gibt's doch nicht. Ich schieß die an und treff die nicht mehr. Was ist denn da los? Ja, das ist ein bisschen buggy im Moment. So, ich guck gerade mal. Ist aber wirklich, Schnecken. Oder bilde ich mir das nur ein? Nee, weil ich treffe die nicht. Ich schieße die ins Gesicht und der Pfeil geht daneben. Hm, kenne ich. Guck, ich bin bei dir. Oh! Scheiße. Boah, Leute, hier. Mutti! Schadenlebung plus 3. Zack, wäre so. Wäre aber mal nett, wenn mir mal einer helfen würde. Die sind jetzt alle hinter mir. So. Alter. So, bitteschön. Ich habe euch da mal was mitgebracht. Ja, was ist denn jetzt? Oh, hier. Die Tür ist im Arsch, so ziemlich. Ja. Aber zum Glück ist da jetzt keiner drin. Also, wir werden die Tür auch mal rausnehmen, also wir werden das mal... Ja, am besten... Ja, wir haben ja leider noch kein Zement, aber... Hast du Frames? Dann setze ich welche rein. Nee, Pass mal auf, Ich setze mal Frames rein. Wir brauchen Clay. Ich muss noch Steine haben. Kann mal einer looten? Ich habe keinen Platz. Ja, ich auch nicht. Ja, warte, ich bin mal drin. Leere, die ist leer. Leere, die ist leer. Ich hab dir da was zu Füßen gelegt. Oh, die Cheerleaderin hat Klamotten dabei gehabt. Na, Moppel, schlafen. Ich will das weiße T-Shirt. Nein. Oh. Ich will das weiße T-Shirt. Oh, pass auf. Vorsicht, Stone. Stone. Ja, ich bin doch schon weg. Was hat der für einen tollen Kopf? Keinen mehr, vor allen Dingen. Oh, zuck nicht. Blöde Kuh. So, wo habt ihr noch einen? Hier, zu meinen Füßen. Warte, ich komm. So. Einen Platz hab ich noch. Wow, das war jetzt aber ganz schön heftig. Die kam da und, ja, da, muss ja, ich sagen. Hier hat auch noch ein kleines Stück. So. Fertigen. Komm. Oh, ich muss unbedingt nach Hause was essen. Ich glaube, das müssen wir alle. Ja, aber ich habe nur noch 16 Leben. Ich brauche ganz dringend was zu essen.
Ach ja. Warte, soll ich dir mal eben hier was in den Müllcontainer kommen? Ich mach mal die Funze auf. Nee, brauchst du nicht, weil ich kann es nicht aufnehmen. Ja, aber ich wollte den Verband reinlegen. Ach so, nee, Verband habe ich. Hier ist ja richtig. So wenig schön. Leben hast. Ja, aber solange wie ich Hunger habe, da Essen ja auch heilt, esse ich lieber, bevor ich die Verbände verbrauche. Naja, ich bräuchte den theoretischen Verband, weil, naja, ich bräuchte eine Schiene. Ja, Schiene müsstest du auch zu Hause machen. Weil, Duct Tape. Hatte nicht letztens einer Schienen mitgebracht? Hattet ihr nicht in der Apotheke geblutet? Ich hab, glaube ich, sogar eine gemacht. Schienen müssten oben sogar sein. Ich meine, wir haben Schienen in der Kiste. Ja. Die müssten da sein. Ich meine mich auch an sowas erinnern zu können. Ach, da das Haus ist jetzt nicht mehr so schwer zu betreten, weil das hat ja ganz viele Türen plötzlich. Ja. Das ist sehr, sehr viele Eingänge hier. Die hat Klimalöcher. Ja, das ist ja so im Wüstengebiet jetzt nicht so verkehrt. Nee, das stimmt, das ist wohl recht. Und den Klimalöcher. Klimaloch. Alter, hör auf! Die Sonne scheint ohne Ende und du frierst. Das gibt's aber gar nicht. Wisst ihr was? Die Frames hier hinten zumachen, ja, ne? Warte mal noch. Ich will sehen, dass ich hier aus Stein was machen kann. Okay. Weil das ist ein bisschen stabiler, glaube ich. Jetzt mal eine strategische Frage. Nein, ich war's nicht. So direkt wollte ich nicht werden. Ich war's nicht. Nein. Sollen wir die Forge hier stehen lassen und brennen? Ja. Ja. Ja, willst du die abreißen? Dann ist sie weg. Ja, ich meine, du kannst auch chemisch alles nicht mehr abbauen. Ja, ja, das ist klar. Ja, wir können ja dann theoretisch zur Not eine neue bei uns bauen. Also eine zusätzliche. Ja. Das Problem ist nur, die reißen uns gerade das Haus permanent ein. Die wird da wahrscheinlich auch nicht mehr lange stehen. Ja, dann haben wir Pech gehabt. Aber ja, solange wie wir sie nutzen können, sollten wir sie nutzen. Ja. Denke ich auch. Denke ich auch. Wie war das, wenn man jetzt die Zombie-Sachen einsammelt, dann stinkt man trotzdem, ja? Nein. Das haben sie abgestellt, weil das verpackt ist. Genau. Kannst Fleisch mit dir rumtragen, die riechen dich nicht im Moment. Also das kann ich jetzt... Aber keine Angst, das kommt wieder. Nein, aber ich könnte jetzt die Zombies hier klein hauen, ja? Ja, kannst du. Super. Ja, das Stinken kommt wieder. Spätestens nach 3 Tagen fängst du wieder an zu riechen ohne Dusche. Mindestens. Wir hatten das doch schon mal hier mit den Klugscheißern und Nachrichtenübergabern und sowas, oder? Ja. Das hatten wir doch schon mal. Richtig, Klugscheißer mag niemand, ne? War das so? Naja, nee, wir haben ja aus Game of Thrones 1 gelernt, Klugscheißer, Nachrichtenüberbringer und Besserwisser werden als erstes gehängt. Was, okay. Was war denn da mit Klugscheißern? Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also Nachrichtenüberbringer kann ich mich dunkel dran erinnern. Genau, Lehm brauchen wir ja. Schäufelchen? Schäufelchen? Alter, ich hab sogar Gras eingesammelt, nur für euch, seht ihr? Also ich fühle mich ein bisschen anders. Ich hab Rumpel, 2 Grad. Oh, 2 Grad. Ich hab Eiszapfen an der Nase. Oh nein! Nein, Airdrop! Wo ist er? Da hinten. Wo denn? Ah, hier. Soll ich ihn holen? Ich will ihn holen. Dann lauf. Ja, bring mir was Schönes mit. Ja. Nee. Gleich lass mich los. Aber nicht alleine, wer kommt mit? Das wirst du wohl jetzt alleine machen müssen. Wir müssen das Haus fertig machen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich lauf doch gerne sinnlos durch die Gegend. Außerdem, da gibt's wenigstens ein bisschen Action. Ja, so weit ist es ja auch nicht. Und Spannung, Spiel und Spaß. Wo war noch da? Ich bin noch sowas von. Hast du mich jetzt alleine gelassen hier? Nein, ich bin hier, ich bin da. Keine Angst, keine Sorge. Wo ist er denn? Mi. Nö, ist er nicht. Doch, der ist nicht weg. Doch, du bist abgehauen. Nein. Wenn jetzt da schöne Sachen drin sind in dieser Kiste, ja, die ich jetzt gerade auf dem Boden fliegen sehe, dann darf ich alles behalten, ja. Ihr könnt alles mir. Ich muss nichts teilen und so, ja? Fehlermeldung? Irgendwas war da. Da war irgendwo ein Error. Wo ist ein Error? Ja, warum? Rezepte kann er ja lernen. Alter, die haben die Wand ja ganz schön ramponiert hier. 670 von 3000. Wieder. Alter, Freunde. Wie viel? 670 von 3000? Ja.
Ja, wow. Richtig. Ja, das war richtig. Da waren die Dicken bei. Ja, das stimmt. Da waren die Muttis. So, ich habe da ein bisschen was reingepackt. Hast ein bisschen aufgefüllt, ja. Oh nein. Eisgebiet. Ey, genau hinter. Ja, pass auf, hinter Schneebild. Gleich kommt er zurück und sagt, ist euer Loot. Da ist ein Wolf. Könnt ihr alles haben. Wenn du weit genug weg vom Wolf bist, kannst du den erschießen, ohne dass du ihn triggerst. Nee, das ist mir scheißegal. Das ist mir jetzt erst relativ. Da bin ich jetzt. So, ja, kann ich Schnee mitbringen? Einfach abbauen mit der Schaufel. Ich habe keine Schaufel dabei. Oder mit der Faust draufkloppen. Oder mit der Steinaxt. Ja, genau. Oder mit der Steinaxt. Schnee ist jetzt nicht so stabil. Du, Kuga, bist du noch im Haus? Ja, ich schmelze gerade den Rest ein. Bringst du mir Eis zu essen wieder mit? Vorbei. Ja. Sehr geil. Aber ich möchte erst so viel schmelzen, dass ich einen Kochtopf, einen Grill und einen Amboss mitbringen kann. Okay. Weil das sollten wir im neuen Haus brauchen. Ich denke auch. Oh, ich hab jetzt. Da ist es. Da ist die Kiste. Da ist das Ding. Halt. Genau hinter mir steht ein Baum, ne? Also sowas. Also ich habe jetzt nicht genau geschaut. Oha, was ich habe, ein Glück, dass ich nicht geschaut habe. Weil da hat sich gerade der Feind genähert. Ich komme wieder zurück, ohne jetzt zu wissen, was ich eingesammelt habe. Der Feind hat sich genähert? Mhm. Also wir haben hinter der Stadt, genau an der Hauptstraße, haben wir so einen kleinen Streifen Schneegebiet. Total genial. Wir haben ein grünes Gebiet, wir haben Wüste, wir haben Schnee. Quasi alles hier. Das ist echt so ein ganz kleiner Streifen Schnee. Warte mal, du kommst gerade aus dem Norden. Im Süden haben wir auch Schnee. Oh, aber jetzt ist das Schneegebiet weg. Hä? Hier war doch gerade ein Schneegebiet. Nein, komm mal hier, du. Dann bist du einen Schritt zu weit gelaufen, bist im neuen Biom und durch das neue Wetter siehst du es dann nicht mehr. Schätze ich. Doch, einmal Öl. Also wenn du jetzt ein paar Schritte zurückgehst, müsste wieder Schnee sein. Nee, egal, ich will das jetzt nicht ausprobieren, weil da war ein Wolf. So, ich komme jetzt mal zurück und sage euch gleich, was wir eingesammelt haben. Der große böse Wolf. Und ich glaube, wir haben mindestens zwei Bauchdinge jetzt. Oh, bitte lass ein Crossbow dabei sein. Bitte. Oh, was zahlst du denn dafür? Und ein Raketenwerfer. Nein, Raketenwerfer. Obwohl doch, bei den Horden ist Raketenwerfer optimal, gerade für die Horde. Nee. Also ich hätte ihn mir letztes Mal gewünscht. Denk an die Heatmap, ne? Wenn du dir dann zusätzlich zu der Horde noch Kreischer dazu holst, ist aber Essig. Kreischer werden eh kommen. Bei mir ist der Horde mittlerweile 4 Stück auf einmal. Auf unserem Privatserver. Vögelschnächten. So. Oh ja, Federn müssen wir auch suchen. Also müssen wir wirklich Ausflug in eine Wüste und Schneegebiet machen. Hab ich schon. Oh, ich hab Federn. Oh, ich hab 18 Federn gefunden. Bekomme ich jetzt einen Orden? Nö. Okay. Wenn du 180 für jeden hast, dann ja. Hab ich. Alles klar, alles safe. Ich bin jetzt bei 50. Du solltest den Cheat-Mode ausmachen. Hätte ich früher sagen sollen, ich weiß, Entschuldigung. Ja. Du Mädels, ich bin hier. Wo seid ihr? Was? So, kommt mal her, hier. Ich gehe jetzt mal in. Oh, was ist denn da? Oh, da hinten ist eine Stadt. Ach, das ist unser. Ey, Leute, hinterm Haus am Müllcontainer hat sich gerade ein Zombie am Müllcontainer vergriffen und jetzt kommt der auf mich zu. Ja, mach ne weg. Nee, ja, der geht ja nicht. Warum nicht? Sag mal. Ist schon wieder unbewacht. Ich den nicht treff? Ach so. Nee, er hat eine Waffe in der Hand. Ey, das kann doch nicht sein. Da hinten ist der Herr Zuckerrock. Oha. Ja, die Städte sind hier ziemlich nah beieinander. Der Magen rummelt. Ist ja, meine gut. Auch Hunger. Da, wo ich hergekommen bin, da war ja so eine Megastadt mit 10-stöckigen Häusern. Oh, da kommt Big Willy. So, wo kommst du vielleicht zurück? Ja. Ey, Jungs, da fällt mir gerade ein, wenn wir so ein 10-stöckiges Hochhaus dann einsammeln, ja? Das ist ja dann wie in Fear the Walking Dead, wo sie das Kino auseinander, hier das Hotel auseinandernehmen. Da. Was? Das gucke ich gerade erst, Fear the Walking Dead, ich will es nicht hören. Okay.
Also Leute, ich habe bekommen Scharfschützengewehrteile, Maschinenpistolenschaft, Schmerzmittel und einen Verbandskasten. Also nichts, was man. Und Antibiotika hier. Oh, sehr schön. Und was mit den Rezepten? Ne, habe ich keine bekommen. Ah. Ich habe nur das Blau schnell gesehen und es war anscheinend das Antibiotika. Okay. Und ich habe wirklich nichts gelernt. Ich habe Videobeweis. Wo soll ich denn die Sachen hin tun? In den Müllcontainer? Nee, mach doch oben eben eine Kiste, einer. Ja. Oben eine Kiste bauen, ne? Geht nicht mehr, die Leiter ist weg. Die Leiter ist weg. Von innen. Von innen. Die Leiter ist weg. Von innen. Die Leiter ist weg. Nein, die ist nicht weg. Habt ihr schon mal ein Drive-In gesehen von einem Waschsalon? Ja. Nein. Wasch mich jetzt. Haben wir hier auch. Drive-In vom Waschsalon. Deswegen, ja hier, das ist ein Drive-In-Waschsalon. Das kann ich mir... Das gibt's doch gar nicht mehr. Das habe ich gesehen. Also im Spiel habe ich es gesehen. Ja, im Real Life gibt's das auch. Wir haben das bei uns hier. Im Waschsalon. Das ist ja geil. Kannst du vorfahren, kannst deine Sachen abgeben und kannst wieder raus. Fand ich, in Hamburg gibt es das auch als Apotheke, das finde ich auch sehr geil. Fährst du vor, gibst du Rezept ab, musst im Pflegedienst noch nicht mal aussteigen. Du, wo kann ich die Kiste hinbauen? Und dann packst du erstmal da irgendwo auf den Boden. In den Holzrahmen rein, ja, gell? Die Holzrahmen sind erstmal, ne, da machen wir irgendwo Unterschlupf. Und das Metall klopfen wir dann nachts weg. Weg dich. Sau, hast du ein Messer? So groß? Hast du eine Sau? Eine Wildsau hier. Hast du ein Messer? Ja. Sova, das ist nicht groß. Stell dir vor, wir sind da zu dritt drin, haben ein paar Kisten hängen, Campfeuer, Forge, eventuell weiteres Material. Ja, ich komme, ich bin unterwegs. Wo bist denn du? Ah, auf der Straße. Ey, lauf doch mal gerade, Willi. Wild Mensch, auf. Willi, lauf gerade. Au, ich bin gleich tot. Was heißt gleich? Jetzt. Ja. Na, jetzt habe ich die Kiste falsch hingesetzt. Warte, ich mach die nochmal weg hier. Ich spawn da mal beim Bett, nicht im. Obwohl. Nee, mach mal nicht beim Bett, weil das habe ich auch gemacht und dann war ich 3 Kilometer weiter weg beim Bett. Ja, dann hoffen wir mal, dass nichts im Haus ist so kaputt, wie es ist. Weil nee, ich bin ja drin. Ach, du bist ja drin. Kuga versteckt sich im Haus, guck. Ja, dann kann ja Zora mal kurz meine Sachen da stehen bleiben, weil irgendwo rennt da noch ein Zombie rum. Wie wird es nochmal? Wie kann ich jetzt die Kiste drehen mit der linken und der rechten Maustaste? Linke, gell? Und wenn du R drückst, kannst du noch andere Drehmöglichkeiten freischalten. Ach, dieses blöde Schwein. So, ich komme. Da war nicht so viel drin. War nicht so viel drin? Nee, leider nicht. Kurz was essen. So, komm, lass mich essen. Ess schneller. Ich finde das total genial, dass man jetzt kein Kaliper mehr braucht. Kein was? Kaliper. Dafür gibt's ein anderes Teilchen, aber das kann man bauen. Ja, aber da haben wir noch nicht festgestellt, wie das heißt. Brucey, bla bla. Gib einfach mal CRU ein. Nee, ich schmelze gerade wie ein bescheuerten Munitionsteile. Damit wir hier nur noch Eisen und Clay drin haben und Beton bauen können. Ich wollte ja nur sagen, wie das Ding heißt. Einfach nur CRU eingeben, dann kriegst du das angezeigt. Merci. Und wofür braucht man das? Weißt du das auswendig? Das brauchst du zum Beispiel für Stahl. Okay. Ohne das Ding kannst du keinen Stahl mehr machen. Da sind wir ja noch ganz weit von entfernt. Jo. Ich hab Angst. Zova, wo bist du? Der bewacht gerade meinen Rucksack, hoffentlich. Wollen wir noch ein Haus kaputt machen gehen? Ich bin gerade am Ressourcen einsammeln. Ach so, dann gehen wir noch Ressourcen einsammeln. Was braucht man denn aktuell am meisten? Stein oder Pflanzen? Stein und Holz. Und Eisen. Ja genau, Eisen halt, ne? Aber also Eisen gibt's ja in den Ressourcensteinen mit drin. Richtig. Ah, die Sau hatte nix, ne? Oder? Da war nur 5 Fleisch drin, das war nicht so extrem viel. Nee, die Sau hatte nix. Da. Clay habe ich ein bisschen was, aber da das oben schmelzt ist sich gerade. Dann komm ich mal zu Zova hoch. Bin ich hier nicht ganz so alleine? Ah ne, hier war Zova. Vogelnest ist leer.
Da ist er ja. Guten Tag. Siehst Kleiner du? Hinweis, jetzt wo wir die besseren Werkzeuge haben, da wir ja eh kein Loot anhaben, also kein Loot respawn, vielleicht die Vogelnester, nachdem sie gelootet sind, weghacken, damit der nächste nicht noch reinguckt. Mach ich immer. Ich auch. Weil die Vögel aus Gewohnheit, nämlich, wo ist denn der Zoo? No? Da vorne. Ich hab grad gedacht, hier ist noch ein Zombie irgendwo. Oh, hast du noch Platz in der Tasche, Zoo? Die laufen noch. Ist der Zombie blöd? Meine Tasche ist voll. Blöd. Ich muss eigentlich gleich zurück in meine Tasche mal leer machen. Meine Güte. Der Zombie blöd. Ich bringe einen Zombie mit, ich bringe einen Zombie mit. Weil sonst, jetzt geht aber. Nee, ich kann das Blei nicht aufheben. Scheiße. Blei ist nicht ein großes Problem. Blei ist nicht so ein Riesenproblem im Moment. Da haben wir in der Stadt sind 2-3 Adern, die wir gefunden haben. Stimmt. Also Blei haben wir massenhaft. So Blei, da können wir uns erschlagen damit, glaube ich, im Moment. Ja. Mit Essen aber nicht. Bestimmt. Ja. Wir brauchen irgendwie Essen. Ja, sollen wir ein bisschen jagen gehen? Und wir brauchen Bäume über lange Sicht. Ja, wir müssen die Bäume wieder pflanzen. Ich habe schon oben ein paar Samen reingepackt. Die musst du in die Erde proppen. Weiß. Und wir müssten vielleicht... warte mal, ich wandle das mal alles in Samen. Damit uns die Samen nicht ausgehen von du dem, was von wir Jukka? So haben. Hm. Ja, von allen. So, damit... sollen wir ein bisschen jagen gehen? Komm, wir gehen ein bisschen jagen. Ja, wenn wir was finden, dann ist das schon nicht schlecht. Ja, wir sind hier im Grün. Ihr müsst eigentlich... Ja, du weißt doch, wenn du voll bist, findest du eine Million Tiere. Ich finde gerade eher eine Million Zombies. Also ja, Zombies gibt es sehr viele. Oh, da hinten ist ein ganzes Steinfeld hier hinter unserem Städtchen. Aber nicht da, wo ihr jetzt seid, sondern auf der anderen Seite der Straße. Der hatte nix. Kann man daraus auch Samen machen? Dann können wir nämlich auch parallel noch ein paar Federn sammeln. Super, du denkst wenigstens mit. Ich mach Federn. Ja, reiß dich mal zusammen hier. Oh, hier, Döschen. Eat. Döschen. Zombie voraus. Wo ist denn was? Gut. Also, was zu essen wäre jetzt noch super, ja. Ja, das stimmt. Aber? Essen ist sehr rar aktuell. Ich hab hier wirklich nur Zombies hier. Okay. Und da, wo ich vorhin war, bei der Kiste, da waren Schweinchen gewesen. So Wildschweine. Ja. Ich hab sie grunzen hören. Oink, oink. Ja, die Wildschweine sind also ein bisschen hinterlistig, ne? Naja, die sind dann... garstigen Biester. Ja, die wollen dann kloppen. Aktiv mitmachen hier. Wann wollen wir denn zum Händler mal laufen? Ja, jetzt nicht. Wir müssen erstmal die Putze fertig kriegen. Ja, reiß dich zusammen auf 2%, dass wir es überleben hier. Wo ist denn so ein bisschen Hirsche oder sowas? Wäre ganz nett. Ja, ich suche gerade. Warte, bist du halt ganz hinten. Hirsch, Wolf, irgendwie sowas. Bär. Ja, oh ja, Bär ist, glaube ich, noch ein bisschen hart. Weil ich habe ja stark Eisenpfeile, das dürfte eigentlich auch gehen. Bär ist ganz easy in der Hütte. Alter, Mama, ich bin gerade in die Sau reingerannt, aber ich hoffe, die hat mich nicht gesehen. Zur Not, wenn ihr nicht zu weit weg seid von unserer Hütte, wo wir jetzt aktuell wohnen. Ja. Das Vieh anlocken und dann so auf halber Höhe an die Wand hängen, wo die Leiter ist außen. Da ist es auch. Von so, da runter schießen. Ja, ich bin auf dem Weg. Wenn ihr das irgendwie hinkriegt. Oder nur zu zweit. Einer lockt dahin und der andere lauert. Das macht natürlich Sinn. Stimmt, dann kannst du, weil du kannst ja hochspringen, gell? Wie ist sie denn? Hier. Ja, super. Pass auf, ich hab die Nuss da. Lass doch mal die Sau jetzt in Ruhe hier. Nee, die Sau haben wir gerade abgestochen. So habe ich das im Singleplayer immer gemacht.
irgendwo eine Leiter vorbereitet, dass ich mich da dranhängen konnte und dann die Bären angelockt. So, da ist eine Uschi, ich kümmere mich drum, während du den... 11 Fleisch haben wir jetzt. Er ist noch viel. Lass uns weiter. Dann... Aha. Ein Hirsch oder ein Wolf gibt auch so geil viel. Zombie. Also wenn du die Zombies triffst, dann triffst du sie so, dass der Kopf weg ist, oder du triffst sie gar nicht. Das ist echt Hammer, ey. Alter, das kann ja nicht sein. Na, heute ist der... Heute spawnen... Oh, hier ist Flut drin. Den kann ich aber nicht mitnehmen. Ich würde sowieso sagen, wir haben gleich wieder Schicht im Schacht. Ja. Und ich bin die Funken, Nacht. Ja. Oh, Gottes Willen. Ah, dann würde ich sagen, dann lass uns noch ein Stündchen hier machen, bis die Nacht reinbricht, so halb. Oder wir machen jetzt schon Cut. Ich weiß nicht. Was sagen die anderen? Nee, wenn, dann machen wir jetzt Cut, ja. Eine halbe Stunde ist durch, Mensch. Ne, also, wir müssen uns schon an die Regeln halten. Boah. Dann halten wir uns an die Regeln. Was zu essen? Ja, was also zu essen? Oh. Ja gut, dann sage ich mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Nicht vergessen, was in die Kommentare. Darüber würden wir uns natürlich mördermäßig freuen. Oh, da hinten ist eine Straße überhaupt. Sehe ich gerade von hier aus. Stimmt, schön die Kommentarfunktion benutzen. Richtig, richtig, richtig. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Dann tschüss. Tschüss.